Auch nicht schlecht getroffen. Scheint so eine Weile. Oh, nein! Okay, das war das letzte Stück, Leute. Oh Mann. Das ist doch. Mann. Moin Lieben und schön aus dem Start zum neuen Video. Heute werden wir den perfekten Döner zum Liefern testen in einer Pizzaform. Ich habe hier direkt mal eben ein Schild am Start. Das ist die Werbung. Ey, bleib stehen, Mann. Ab 9,99. Ich kann das gar nicht in die Sonne, scheiße. Ich habe überhaupt nicht richtig nachgedacht. Ich komme von der anderen Seite. Da ist er. Der perfekte Döner zum Liefern. Ist, glaube ich, auch der größte bzw. umsatzstärkste Lieferservice Deutschlands. Und was wir noch machen, zusätzlich, um das ein bisschen noch aufregender zu gestalten. Ich stelle ja die heiße These auf, Pizzadienste, die Pizza-Lieferservice, einfach so, die für sich stehen. Nicht diese Ketten, dieser Pizzaservice um die Ecke, die wir früher nur kannten. Irgendwann kamen ja diese Ketten. Die machen das immer noch besser, glaube ich, als so ein Domino's. Aber, das weiß ich nicht, auch lange nicht mehr bestellt. Ich stelle nur die These auf, wir werden es überprüfen. Ich gehe ganz voreingenommen rein. Domino's, Dönerpizza und ein Pizza hier um die Ecke. Einfach beim Dönermann. Holen wir raus, gucken, was der kann, was ist besser. Viel Spaß beim Video. So, wir sind hier jetzt beim Big Döner. Ich habe doch noch nie eine Pizza gegessen. Ich weiß nicht mehr, ob die Pizza haben, beziehungsweise Pizzadöner. Meine Theorie, wie eben erwähnt, ich glaube sogar, so ein Laden kann es in der Regel immer noch besser als so eine Pizzaketten. Lynch mich, wenn ich jetzt Mist rede. Ich habe einfach keine Lust mehr, über alles immer nachzudenken. Deshalb wird die Wahrscheinlichkeit in Zukunft groß sein, dass ich öfter mal Scheiße rede. Hier mal lieber, wenn es gleich schmeckt oder sogar besser, zur Not 50 Cent mal mehr ausgeben und den ehrenhaften kleinen Mann unterstützen. Ich denke, das ist gar nicht verkehrt. Und jetzt schauen wir mal, ob der es auch besser drauf hat. Aber wie gesagt, wenn es schlechter schmeckt, schmeckt schlechter. Ich wünsche mir nur sehr, dass es besser schmeckt. So, da ist der gute Big Döner in Neugraben, Hamburg. Schönen guten Tag. Stört sich das, wenn ich hier ein bisschen abfilme? Nee. So ein Laden um die Ecke, das ist auch besser, den zu unterstützen, als, sag ich mal, so ein riesen Lieferservice oder was. Lieber den kleinen Mann um die Ecke nochmal 50 Cent mehr in die Tasche stecken, ne? Machst du das jetzt hier? Da mache ich, genau, über Internet. Da mache ich so eine kleine Videoreihe, wo ich dann auch mal vergleiche die Großen, die ja genug in der Tasche haben und auch mal so ein kleiner. Ich bin der Meinung, die können es immer noch besser. Das schmeckt gut, ne? Ja. Schauen wir mal. Jetzt die Hammpizza und die werden für mich auch einen Dönerpizza machen. Lass uns das mal fertig machen. Wir nehmen das mit, gleiche Bedingungen. Ich packe das in den Karton, bringe das von der Entfernung an den gleichen Ort, wie wir auch die Pizza liefern lassen, so dass es ungefähr hinkommt und gucken, dass wir gleiche Bedingungen schaffen. Kann ich bei dir Dönerpizza bestellen? Ja. Ich mache hier sogar so eine Videoreihe. Ich vergleiche euch mit Domino's. Die haben auch Dönerpizza jetzt. Und ich habe gewettet, ihr seid besser. Dankeschön. Naja, ihr habt hier einen schönen Ofen am Start, ne? Oh, das ist ein Prachtstück, ist das, der Ofen. Würde ich eine Dönerpizza, würde ich einfach bestellen, ja? Was mache ich am besten mit Kalb, nämlich, ne? Genau, perfekt. €10,50, perfekt. Ich mache einen Test gegen Domino's, da kostet fast genau 9,99 kostet da. Aber ich glaube, ja, dir schmeckt viel besser. Also wir sehen uns gleich beim Spot, wo wir die Pizza testen. Da bestelle ich auch Domino's. Und Domino's werde ich so bestellen, auch wenn die einen gewissen Vorteil haben mit der Transportbox denn. Aber ich möchte originalgetreue Bedingungen haben, so wie sie wirklich beim Ankommen, wenn man einfach bei Domino's bestellt. So machen wir das. Erstmal essen wir gleich diese Pizza. Domino's bestelle ich dann schon mal. Und dann werden wir das zeitgleich testen. Also leicht versetzt. Danke, mein Lieber. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Danke. Tschüss, 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 ciao, ciao. Da ist sie. Rein damit, würde ich einfach mal sagen. Der Wind macht mich kaputt hier. Ich habe keinen Bock auf den Wind. Schöner Teig, perfekte Färbung, durchschnittliches Dönerfleisch, schöner Rand.
Teig super Eigengeschmack. Wie gesagt, on point. Unten Röstaromen, Holle würde sagen von der Röstung, aber scheiß drauf wovon. Hat einfach einen tollen Geschmack, der Teig. Knuspert, schmeckt, bringt Spaß, außer das Dönerfleisch bin ich jetzt nicht so der Fan von. Hier nochmal mit Zwiebeln, Peperoni und Oliven. Der Biss hat mich überzeugt. Nichtsdestotrotz, die Defizite vom Dönerfleisch sind nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem lecker. Krieg gar nicht genug von. Ich sag's, wie es mir auf dem Herzen liegt, 6,8 für die Pizza. Direkt zu Domino's. Ich werde da auch noch mal ein bisschen versuchen, Informationen rauszukitzeln. Vermutlich darf ich nicht drinnen drehen, werde aber dann euch danach berichten. Wenn drinnen drehen ich darf, dann werdet ihr es gleich sehen. Oh Mann. Ich hab gehört, ihr habt eine Dönerpizza, habt ihr jetzt? Dönerpizza, ja. Ich darf dich auch filmen, ne? Darfst du. Ja. Geil, geil. Ich wollte eure Dönerpizza wollte ich probieren, ja. Mal. Ich hab gesehen sogar, da stand der beste Döner zum Liefern auf dem Plakat. Das kannst du probieren, wenn das so ist. Aber du bist ja jetzt hier angestellt, unter uns jetzt, ohne dass du hier, du bist wahrscheinlich der Ladenleiter hier, ne? Ist die wirklich gut? Habe ich gerade, aber tatsächlich erst gestern probiert. Echt geil. Kommen die hier so schon angeliefert, die Pizzen? Und da ist dann auch das Dönerfleisch drauf? Na, kriegen wir angeliefert das Fleisch, aber halt ganz normal als Pizzabelag. Ne? Und dann und der belegt ihr das selber, ne? Ja, noch mit Salat und Cocktailsoße belegt. Okay, geil, geil. Da kann ich vielleicht mal gleich mit Mythos aufräumen, wo ich dich hier habe. Diese Pizzen generell, der Teig, kriegt den tiefgefroren geliefert? Frisch. Er kommt ganz frisch. Und den rollt ihr dann auch aus? Genau. Nur das Mehl geliefert, dann kommt Hefe rein, Wasser, wird geknetet. Ach, das macht ihr auch alles selber? Ausgerollt. Traum. Ja, dann glaube ich, bin ich mit meinen Fragen auch am Ende. Dann würde ich die einfach mal bestellen. Aber ich muss sie wirklich zum Liefern bestellen, weil wir müssen originale Bedingungen schaffen zum Rewe-Parkplatz hinten. Ja. Aber ich lasse dir meine Handynummer hier, falls irgendwas schief gehen sollte. Sehr schön. Okay, perfekt. Guck mal hier, das hätte ich echt nicht gedacht, dass ihr das alles frisch macht. Ach, da habt ihr sogar einen Teigkneter. Mehl. Ach, okay, das wundert mich echt. Also dachte, die kriegen da, ihr kriegt das tiefgekühlt, so bam, alle Pizzen auch schon wie auf dem Supermarkt aus der Tiefkühlabteilung, dachte ich, schwör's dir. Ah, okay, und dann ist hier der fertige Teig, der geht rüber und da wird er belegt, ne? Der geht jetzt auf, auf 7 mm, dann kommt er bis morgen ins Kühlhaus und dann wird er verkauft. Ach, der reicht sogar noch einen Tag. Genau. Ja, geil, dann nehme ich die Dönerpizza so, ihr liefert mir die. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, danke dir. Ja, das erwarte ich auch. Dann sehen wir uns gleich mit der gelieferten Pizza. Eins muss ich zu dem Bewertung noch sagen. Ich habe ein Lieferservice-Ranking, das blende ich auch mal eben ein. Ich ranke das wirklich als Lieferservice. Ich kann so eine Pizza nicht vergleichen mit dem besten Pizzabäcker der Welt. Dann muss ich hier durchweg bei jedem Lieferservice eine 5 von 10 geben. Macht keinen Sinn, wir haben Lieferservice-Ranking, nur dass ihr das noch einmal gehört habt. Da ist er ja wirklich. Moin, moin. Grüß euch. Da hätte ich jetzt gar nicht mit Pizza. Ja, geil. Beste, danke dir. Da ist er, top. Vielen, vielen Dank. Danke fürs persönliche Liefern. Auf fertig. Schön heiß, schnell. Und dann, ja, das Video kommt morgen schon tatsächlich. Danke. Wenn ihr es gucken wollt, gerne. Schönen Tag noch. Danke. Ciao, ciao. Da ist der Kollege. Wir machen Nägel mit Köpfen. Bin gespannt. Mit der Soße habe ich nicht gerechnet. Wird halt eine Döner-Style-Soße sein, nehme ich jetzt mal an. Ist besser. Knuspriges Dönerfleisch, nicht von der Hand zu weisen. Oh Mann, nein, ich habe mein Auto so dreckig gemacht. Oh, meine Hose. Scheiße. Meine Freundin denkt schon wieder, ich war im Hamburger Hafen, Mann. Keine Tomatensauce auch drauf, da ist eine andere Soße drauf. Ganz knusprig ran. Einer hat beinahe so einen Blätterteig gebäckt. Es gibt in der Süßigkeitenabteilung so eine Kekse, die sind so ganz fein blättrig. Hat ein bisschen was von denen, nur ohne die Süße. Ist nicht ungefährlich, die Pizza. Gucken wir uns mal den Boden an. Mann, Alter, diese Scheiße. Boden, auch nicht schlecht getroffen. Scheint so eine Okay, das war das letzte Stück, Leute. Oh Mann,
Das ist so, Mann. Ich sag euch ehrlich, ich esse sie trotzdem. Ich habe 2 Stücke sind gerettet. Das langt für den Test. Das langt dicke für den Test. Aber es ist trotzdem ultimativ ärgerlich. Und mein ganzes Auto ist eingesaut. Hab keinen Bock mehr. Kein Bock mehr, kein Bock mehr. Ich hab echt, das regt mich, das kann nicht sein. Was ist das für ein Scheißtag? Was denkt Dominos, wenn die zufällig hier längs gehen und so ein bisschen die Bissigkeit von der Mayonnaise. Ja, ist mal so Mayonnaise ähnlich. Jetzt check ich die Idee dahinter. Wenn du dich reinschmeckst, schmeckst du wirklich durch diese Soßen dieses krasse Döner-Feeling. Die Soßen geben richtig heftiges Döner-Feeling. Ich möchte jetzt nicht sagen mehr als beim anderen Laden, weil da war das richtige Dönerfleisch drauf. Da hatte ich aber wiederum auch Oliven, Peperoni, was so dieses typische Döner-Feeling, sag ich mal, zunichte gemacht hat. Also du hast ein richtiges Döner-Feeling hier. Schöne Süße auch noch. Also die Pizza ist nicht verkehrt. Für den Beweis für euch, ich esse das noch. Mir ist es scheißegal. Mein Auto sieht aus wie Scheiße. Pass auf, was ich jetzt mache. Denkt ihr, das interessiert mich? Boah, Scheiße, das interessiert mich doch. Ich guck mal nach einem anderen Stück. Boah, ich habe die Kamera dreckig gemacht. Kann die knicken, Leute. Scheiße, Mann. Geiler erster Eindruck von der Pizza. Schön mit den Soßen. Knuspriges Fleisch, guter Teig. Die Pizza verliert irgendwann so ein bisschen das Gleichgewicht. Und die Soße ist einfach zu bissig, zu stark. Die Stärke, die eigentlich auch einen Belag an sich vorweisen sollte, wie irgendwie geile Salami, geiler Thunfisch, was auch immer, geiler Käse, das geht ein bisschen zurück. Etwas zu Soßen lasse ich nichtsdestotrotz. Eine wirklich vernünftige Pizza, muss ich sagen. Habe ich nicht erwartet, weil ich keine guten Erfahrungen mit Domino's gemacht habe. 7 von 10 Punkten muss ich da geben. In dem Fall ist es der leichte Gewinner heute. Der leichte Gewinner ist Domino's. War wirklich vernünftig. Kann ich wirklich nichts gegen die Pizza wirklich sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Dönerpizza vom größten Lieferservice Deutschlands ist es, wenn ich mich nicht alles täuscht. Der größte Lieferservice Deutschlands, ja. Sag ich in dem Sinne, lasst mir gerne den Daumen oben knallen, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.